Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Baldur's Gate. Ja, zwischen der letzten Episode und der hier ist bei mir ein bisschen Zeit vergangen. Mittlerweile ist ein bisschen Starfield zwischendrin gespielt. Und wir sind an dem Stand, dass ich nicht eigentlich schon zweimal draufgegangen bin, beziehungsweise das letzte Mal verprügelt worden bin. Wir sind jetzt wieder hier, es wäre nichts passiert und wir haben nicht mit er da unten gequatscht. Ich habe mir auch mal gegönnt, dass ich mal im Internet ganz kurz schaue, wo dieser Druide ist. Also nicht, wo er genau ist, aber so ungefähr. Und er muss hier drin irgendwo sein. Und wir werden den jetzt nochmal suchen und schauen, ob wir den jetzt mal finden. Ich bin mir gar nicht mal sicher. Sind wir das letzte Mal hier reingegangen? Ich meine, er ist da drin. Er ist ja nur... Rakal. Nee. Nicht der, den wir suchen. Hier auch nicht. Oh, ich habe ganz vergessen, wie... Also ich sollte ja eigentlich mit Controller spielen. Wenn ich jetzt nicht am Kämpfen bin. Wisst ihr was, ich mache das mal ganz kurz. Einen Moment. So, der Controller ist am Start. Ich hoffe, er geht gerade direkt an. Na? Oh. Ja, das funktioniert schon mal gut. Ich bin ohne Controller. Komm, da nach hinten bitte. Ich meine, das war doch alles hier nicht so groß. Und ich glaube, da hier hinten war ich ja auch einmal. Ja. Komm ich da hinten irgendwie rein? Nee. So, lass uns mal kurz hier rausgehen. Hier geht's auch nirgendwo weiter. Ach, da ist eine Leiter. Ey Jungs, was macht's denn ihr da? Again, do you wanna become spider food? Hier hinten? Nee. War das eine Tür? Lass uns da mal reingehen. What are they delaying for? Wolfzwinger. Alles klar. Moment, ich kann ja stehlen, solange mir keiner zusieht, ne? Ah, ich glaube, ich mache das nicht. Hier sind einfach viel zu viele Leute. Die verklopfen mich hier nur. Okay. Was hier? Was macht ihr da? Ich glaube, das wird Mittagessen. Aber... Oh! Bist du der Druide? Kann ich mit dir quatschen? Ah, nein, das ist in diese Woge da. Alles klar. Okay. Was? Nein, ich will da gar nicht ran. Hallo, geh mal weg. Nein, komm. Okay, Leute, ich werde mal ganz kurz Pause machen. Ich muss das mit dem Controller machen. Bis gleich. Okay, und da bin ich wieder. Und jetzt habe ich endlich... er kann sich nicht wehren. Lass ihn gehen. Spitzere Steine würden den Pelz vielleicht durch... Wow! Ich hab gesagt, ich bin böse, aber bin ich so böse? Na, das finde ich persönlich nicht gut. Tier die Quälen. Gut. Ist er nicht.
Ja, ist ein Tier und ist auch kein Tier, aber trotzdem, man quält keine Tiere. Ja. It's staying right here. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wolves. But first, 3 more stones. Make it nice and bloody. Yeah! Hit his head! I want to hear more noises! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ich probier's mal. Ach ja, stimmt ja. Gut, ich brauche nur 2, also. Das kann ich ja eigentlich gar nicht failen. Of course. A shiver runs across your mind. You feel sated. But I want to hear it squeal. One, that's a true soul you're talking to. Show some respect. Sorry, sir. I'll open the cage for you. Okay, das war einfach. Moin. The bear sizes you up, wary but not yet attacking. Dem Bär der Gnade der Goblins, auf den Bär zustimmen, die Goblins angreifen. Ich geh mal mit 3. Oh, Scheiße. Okay, wir gehen jetzt mal wieder auf die Tastatur. Okay, der Controller macht Geräusche. Kannst du mal bitte wechseln? Nein! Ah, Mann. Jetzt ist er hier schon gegangen. Der hätte gern Nahkampf. Ja, das geht natürlich nicht. Muss aber damit aufhören. Ja. Erstmal. Was nicht funktioniert hat. Geil. Time for a new approach. Ja, verstecken bringt auch nichts. Du gehst mal wieder retour. Zu beenden. Wir müssten eigentlich die hier mal treffen. Was könnte man hier? Schild des Glaubens. Na komm. Wir schießen. Und zwar Schenkelschuss. Über 40%. Wir probieren's. Yes. Du, Kollege, was machen wir mit dir? Blitzschaden. Gegen dich. Gut, du bleibst tatsächlich mal hier so stehen. Oh, Scheiße, die zwei sind ja auch nicht da. Was machen wir? Was machen wir? Säurespritz. Ich würde gern auch hier nach hinten. Chromatische Kugel. Steuert eine Sphäre, die beim Auftreffen 3 bis 24 Schallschaden macht. 18 Meter. Geht das bis dahin? Irgendwie da so in die Mitte rein. Ja. Nicht genügend Bewegungsrate. Ach, Scheiße, ich müsste weitergehen. Ach, shit. So.
Fuck, Fehlschlag. Gut, bleib stehen. Okay, die müssen da erstmal rauskommen. Werden sie aber vermutlich mit der Zeit. Oh, der macht auf. Shit. Können wir da jetzt einfach mal wieder zumachen? Wird es gehen? Nicht genügend Bewegungsrate? Hattest du nicht... Moment mal. Du hattest doch Spurten, oder nicht? Ja, Spurten. Nicht genügend Ressourcen. Aktion... Ach fuck, ich habe keinen Aktionspunkt für das. Aber das ist ja noch eine raffinierte Aktion. Ah, scheiße, habe ich das jetzt falsch gemacht. Jetzt kann ich mit dir gar nichts mehr machen. Außer... Ich habe keine Aktionspunkte mehr. Junge, was machen wir mit dir? Ja. Nice. Wir stellen uns hier oben hin. Enden. Jetzt bei dir aus, nicht genügend Bewegungsrate. Ja, fuck. Was machen wir dann? Feuerpfeil. Nee, irgendwas mit Massen. Magierhand. Ah, warte mal. Erzeuge eine Geisterhand, die mit Objekten interagieren kann. Ja. Nicht genügend Platz. Okay, kannst du jetzt... jetzt bleiben wir mal hier. So, Magierhand. Kannst du... Geht denn das jetzt? Fliegen? Werfen? Ah. Wie nutze ich denn das jetzt? Ist nicht am Zug. Ach so. Death is but a word away. Ja, toll. Es ist zu spät. Shit. Magisches Geschoss. Einmal. Zweimal. Dreimal und nochmal hier hin. Gut, hat funktioniert. Wir gehen hier mal nach oben. So. Hat er gerade zweimal Spurten gemacht? Ja, ah, geil. Das mit dem Tor hätte ich irgendwie anders machen müssen. Okay, wir stehen hier ziemlich ungünstig. Chromatische Kugel. Gehst mal dahin. Nicht genügend... Hä? Gibt's doch nicht. Darf ich euch beide, ihr zwei vielleicht da so? Okay, du bleibst.
shit. Die haben richtig... Heilige Flamme. Gut. Macht Sinn, dass wir nach oben gehen? Nee, wir bleiben hier. May the dice roll in my favor. Was machen wir? Donnerbogen, fesseln eine Welle. Zurück zum Schmieren, schlafen. Wähle jetzt so bis zu 24 Treffepunkt Kreatur aus. Im 26. Aber ich kann ihn schlafen legen. Oder ihn. Kältestrahl. Na, wir machen das hier. Oh, scheiße. Das war weniger gut. Ja. Warum ist der jetzt da runtergefallen? Okay, wir brennen. Scheiße. Brennend. Ein verbleibender Zug. Geil. Wir brauchen den im Team. Okay, wir müssen ihm irgendwie helfen. So, Spitzer machen wir nicht. Licht. Chromatische Kugel. Das macht nur Sinn, wenn wir hier zwei haben. Aber wobei haben wir hier? Ah, ne. Komme ich da hin mit der chromatischen Kugel? 18 Meter. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Knochenkälte. Zauberplatz. Das ist eine Bonusaktion. Ja, komm, mach. Stufe 2, Stufe 1, Zauberplatz. Nee, Moment. Kann ich bitte nochmal eins zurück? Magisches Geschoss. Einmal so. So. Gehen wir mal auf die beiden. Yes. Das war's. Was mache ich? Geil, das hat schon mal nicht funktioniert. Ich bin jetzt so ein Spurtrückzug. Okay. Geh mal weg hier. Heilige Flamme. Nö. Person bezaubern. Wunde heilen. Göttliche Führung. Na komm. Pff. Nee. Komm, wir schießen nochmal. Nice. Ja, das war's dann eh. Schild des Glaubens. Schütze eine Kreatur vor Angriffen. Erhöht die Rüstungsklasse um 2. Soll man eigentlich jemanden heilen? Ja, mich. Gut. Ich hab das jetzt voll übersehen, dass wir da die Health Points nicht mehr so gut sind. Bei dir auch. Kriegst du mal einen Trank. Feuerpfeil, Kältestrahl.
Statt einen Feuerfunken. Scheiße, Fehlschlag. Geh mal hier hoch. Kommst du da zurecht da hinten? Boah, was? Das ist jetzt. Vorübergehend feindlich sind. Du kannst eine vorübergehend feindlich gesinnte Kreatur bewusstlos schlagen oder von ihr fliehen und später zurückkehren. Du könntest dich verabscheuen, bleib aber. Okay. Erstmal das. Shit. Was mache ich? Und der greift mich an, wenn ich weggehe. Das ist jetzt super geil. Ah, shit. Was machen wir? Ah, shit. Lach mal. Ja, geil. Raffinierte Aktion, Rückzug. Wir gehen mal hier rüber. Scheiße, was macht man jetzt? Mich mal heilen. Als Bonus. Und göttliche Führung, Siegen, warte mal, was war denn das? Abbild beschwören, heilige Flamme. Fuck. Greift mich auch an. Gut, das war's. Warum im Nachteil? Shit. Ja. Ja, geil. Ich brauche irgendwas mit maximal Schaden. Wiederbeleben, Schriftrolle, brennende Hände. Jedes Brennmodell wird mit 3 bis 18 Feuerschaden getroffen. Gibt eigentlich noch geil. Hab keine Aktion mehr. Brauche meine Heilung. Scheiße. Was tun wir? Hinterhältig geht nicht. Magierhand. Nee, Kältestrahl. Feuerpfeil? Hat das im Nachteil? Ja, weil na. Ich glaube, wir sollten unserem Magier helfen. Im Nachteil, weil bedroht. Na dann. Na komm. Geil, Fehlschlag. Raffinierte Aktion, Rückzug. Shit. Quickly. Let's end this. Ich kann mich nicht nochmal heilen. Was mach mal? Segen der List. Hm.
Naja, komm, heilige Flamme. Und wir könnten noch stoßen. Versuche ein Ziel wegzustoßen. Deine Chancen hängen von deiner Athletik ab und sind höher, wenn du getarnt oder unsichtbar bist. Bonusaktion. Lass mal. So ein Shit. Heilen bitte. Ja, Fehlschlag. Ich glaube, der Magier wird draufgehen. Nice. Okay. 10 haben wir noch. Er müsste jetzt wirklich mehr draufgehen. Lernknolle einschalten. Schleudere diese merkwürdige Knolle auf ein Ziel und ziehe möglicherweise Kreaturen und Objekte heran. Sei beim nächsten. Solche Spritzer. Komm, wir machen mal normal. Mit normalen durchbohrender Schuss. Komm, wir probieren's. Yes, er ist tot. Ja, oh geil, und er ist natürlich jetzt auch weg. Ah, okay, wir gehen mal ein bisschen weiter hier rüber. Zug beenden. Ja, komm. Und raffinierte Aktion Rückzug. Da brennt es nach wie vor. Ich möchte hier weg. Wir müssen unseren Magier unterstützen. So, komm. Wir laufen nach vorne. Wir brauchen Stufe 1 Zauberplatz und hab keinen mehr. Ja. Fuck. Ja, gut. Das war's erstmal. Was macht man hier? Umwerfen. Schlag nach einer Kreatur, um sie umzustoßen, sodass sie liegend ist. Ob das geht? Probieren wir es mal. Wird vermutlich nicht klappen. Oh, es hat geklappt. Ja, dann weg mit dir. Geil. Also, 55%. Ne. Komm, schieß. 7 Schaden, geil. Wir stellen uns dahin. Passt. Ja, das war so klar. Komm. Fehlschlag. Rückzug. On my way. Talk to me. Er hat noch 10. Na, wir gehen auf ihn hier. Yes. Bleib exakt da stehen. Swords meet sorcery. Yes! Looten. Ja, nehmen wir mal mit. Du bleibst stehen. Alter, 12 Schaden, ey. Du greifst jetzt aber nicht ernsthaft mich an.
Ah, wieso greifst du? Ich will ihn ja gar nicht angreifen. Naja, das ist jetzt ziemlich ungeil. Raffinierte Aktionen verstecken. Let's have a little fun. Wir probieren es mal. Okay, jetzt stehe ich natürlich direkt dran. Und... Ah, scheiße. Wir. Was machen wir? Das ist eine gute Frage. Ja, scheiße. Creator, Destroyer. Okay, er hat noch 14 Punkte. Bleib stehen. Jo, einer down. Damit habe ich schon irgendwie gerechnet. So, Spezialicht. Zieht sich ihr Schlag. Das ist eine Aktion. Nee, komm. Ja, komm mal. Okay, beenden. Was machen wir hier? Er heilt sich halt die ganze Zeit, ne? What fools these mortals be. Ich mache einfach zu wenig Damage. Da, plus 1 hat er jetzt. Dein Zug. Oh yes. Oh was? Ach stimmt ja, der kriegt ja nochmal seine vollen Punkte, wenn er zurückgeht. Shit. Mit ihm reden ist dann vermutlich K-Aktion, ne? Ah, fuck. Sie geht gleich drauf. Oh, was? 24? Okay, das hat zwirbelt. Victory is assured. Ja, kann eigentlich einen Feuerpfeil machen. Und er ist am Sterben. Ein Mitglied deiner Abenteuergruppe ist gestorben. Jetzt ist er halt wieder ein Höhlenbär. Ah, Mann. So, Bonusaktion. Das wird nix. Wie viel Sinn macht es, dass ich eigentlich hier noch weiter kämpfe? Ich meine, ich habe doch keine Chance gegen ihn.
Ja. Das wird sich jetzt die ganze Zeit wiederholen. Er wird zum Bär und macht mich platt. Hätte ich vielleicht direkt auf die Goblins zugehen müssen, als da dieser Moment war, wo er rauskommen ist. Also eigentlich muss es hier wieder laden. Und zu dem Moment zu gehen, wo genau dieser Gesprächspunkt abgegangen ist. Weil der macht jetzt meine ganze Partie fertig. Der ist einfach zu mächtig. Aber das wird super, wenn er dann in unserer Gruppe ist und dann Tank ist. Das wäre halt geil. Ja, ich sehe jetzt keinen Weg. Liebe Leute, ich glaube, wir werden das nochmal probieren. Ich werde nochmal den Spielstand an. Das wäre dann Laden Nummer 3. Und hoffentlich kriege ich das dann so hin, dass er uns nicht angreift. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, da wären wir wieder. Es war tatsächlich die falsche Gesprächsoption, was ich da ausgewählt habe. Denn als es dann geheißen hat, der Goblin angreifen, habe ich das auch gemacht. Und er ist jetzt, so wie es aussieht, auf meiner Seite. Und der Kampf ist auch besser gelaufen. Ich meine, unser Dieb, den hat es einmal umgenietet. Aber ansonsten schaut es halbwegs okay aus. Und er hier ist der Letzte. Und ich bin eigentlich gerade mit dem Zug fertig geworden. Kannst du mal hier hingehen? Und ja. Yes. Das war's. Pardon the Viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Ja, eigentlich eine Kombi aus beidem, ne? Ihr seid Halsin, der Meister Halsin aus dem Smaragden. Ich habe mit Nette gesprochen. Sie meinte, dass ihr mir dem passierten Kopf helfen könnt. Ich habe gehört, dass ihr ein unvergleichlicher Heiler seid. Ich brauche eure Hilfe. Ja. Parasites in your head. You mean you have one of them? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Gute Frage. Naja. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles, but I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Ja, das ist ein guter Ansatz. Wenn wir schon mal wissen, wo es herkommt. Aber der hat gerade selber gesagt, das ist mega mächtige Magie. Mal dann was machen. Aber ja, erzähl mal. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in. True souls come out.
Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Vielleicht klingt besser von so Spekulation. Ist Spekulation immerhin. Ja, komm mal mit. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you. But if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Ich habe eigentlich nicht vor, hier das ganze Lager auseinanderzunehmen. Außerdem sind wir ein bisschen in der Unterzahl. Ich bereue es. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess Gut. Oh, they are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Ich kümmere mich darum, bringt euch in Sicherheit. Der Hain ist nicht. Das ist echt ein bisschen viel. Ich meine, klar, mit den Druiden. Nee, wir brauchen auch mal eine Rast. Ich kümmere mich darum, bringt euch in Sicherheit. Ja, nein. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich will eigentlich nicht. Das ganze Lager ausrotten. Das ist eigentlich zu viel verlangt. Then the grove is doomed. And perhaps you as well. I'll pray to Sylvanas that you have a change of heart. But time is short. As you wish. Better I impart the knowledge to you now, in case I fall trying to defend the grove. Traveling to Moonrise is no small task. Expect dangers like you've never seen before. Ich würde mich nicht in Versuchung. Ich weiß schon, dass es euch lieber wäre. Ich würde bleiben und helfen. That's true. I won't lie. But I won't let you march towards Moonrise without knowing what you'd face. I do want you to help me, yes. But I am not exaggerating. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Die Kräfte der Absoluten können die Gegend ertragen. So it seems, though I don't know how. You'll have to choose your approach carefully. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in this very temple of Saluna. It leads to Moonrise Towers, through the Underdark. Long ago, a man called Ketherick Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars? Must see for myself. Aridan and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold,
Ketherick's forces could access both the Temple of Saluna and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers, and may bypass the worst of the Shadow Curse. Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber das Unterreich scheint die sichere Route zu sein. Anything is preferable to risking the Shadow Curse. Was wollte Herr Mona, ob ihr sagte, dass ihr hingeht, wenn ihr könnt? Vielleicht werde ich das noch bereuen, vielleicht auch nicht, aber gut. Zuerst helfe ich euch, den Hain zu retten. Ja, komm. You will. Oakfather bless you. I'll be in your debt twice over if we succeed. You know what's needed. The deaths of Drow Raglan, the Drow Minthara and the Priestess Gut. May nature guide you. I could come and help you, but be warned. I won't be able to suppress my animal side. Subtlety will not be an option. Wie wollen wir denn die umbringen? Ich meine, wenn er da mit reingeht, dann sind ja alle automatisch auf Attackkurs. Aber andererseits, wir sind auch schon geschwächt, wir brauchten eigentlich mal eine Rast. Aber er ist halt ein mega geiler Tank. Du hast gewarnt, wir haben eine Tischseite nicht unterdrücken können. Subtil vorgehen kann ich nicht. Auf wie können wir subtil denn vorgehen, ohne dass wir die töten, ohne dass die uns alle angreifen? Ich will jetzt aber auch nicht nachlesen. Was soll ja schon irgendwo meine Entscheidung sein, auch wenn ich das dreimal zurücksetzt habe, weil ich dreimal draufgegangen werde. Na komm, er kommt mit. May Sylvanas lend us nature's fury. Okay, dann hätten wir das. Er ist jetzt mit von der Partie. Okay, ich würde sagen, wir machen dann weiter in der nächsten Episode. Ich werde jetzt hier drin noch mal ein bisschen looten. Und dann machen wir zumindest eine kleine Rast, würde ich mal sagen. Oder kann ich eine große Rast machen? Lange Rast. Lange Rast. Ja komm, Long Rest. Where are you going? We have work to do. Enemies to kill. Okay. Ich muss fürs Erste warten. Ja, okay, kann ich dann wenigstens eine kurze Rast machen. Okay. Gut. Das wäre das. Also, ich werde jetzt hier mal looten. Und dann schauen wir mal, wie das dann da gleich wird. Das wird ein Spektakel in der nächsten Episode. Da bin ich mir sicher. Also, liebe Leute, bis bald hier im Baldur's Gate. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.